Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir orakeln heute in der Bundesliga Gladbach gegen Leipzig. Ich gehe davon aus, dass Gladbach das Ding knapp verliert. Also dass im Prinzip Leipzig das Ding gewinnt. In dieser Saison ist es ja sowieso so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen wundertütenmäßig, aber... Ja, Gladbach, weiß ich noch nicht. Die haben sich noch nicht so richtig gefunden, finde ich. Also hier und da gewinnen sie natürlich. Und spielen eigentlich, würde ich sie auch oben einschätzen, dass sie oben mitspielen. Wow. Oder mir gegen den Pfosten schießen. Aber ich denke dennoch, dass Leipzig ein bisschen dominanter ist. Dass sie noch schon ein Stückchen, also ein bisschen weiter sind sozusagen. Und dann gucken wir einfach mal, was wir hier so orakeln können. Da packt er sich einfach mal davor. Habe ich ein bisschen zu lange gewartet, das weiß ich auch. Ich habe es trotzdem mal ausprobieren wollen. Aber nicht mal mehr der Schuss kam durch. Wow. Ja, das war nix. Natürlich hat der Gegner sich da perfekt durchdrängeln können. Und wir drängeln uns jetzt hier auch mal so ein bisschen durch. Schönes Ding, schönes Tor. Also ich habe es ja auch in vergangenen Spielen schon des Öfteren mal gesagt, wenn du im Prinzip an der Verteidigung vorbei bist, dann ist er zu 80-90% drinne. Außer wenn der Gegner an deiner Verteidigung vorbei ist, dann ist er zu 100% drinne. Na, das Gefühl zumindest. Und auch Paulsen hier wieder mit dem Tor. 1-0, mal gucken. Also das ist... noch nicht das Ende der Fahnenstange, würde ich mal so sagen. Also auch in Real Life würde ich schon sagen, dass das ein Spiel ist, wo ein paar Tore fallen. Also hier würde ich schon von so einem 3-1, 3-2 ausgehen. Wahrscheinlich fällt nachher gar kein Tor. Aber eigentlich würde ich schon sagen, dass... Oh, schade, das sah kurz so aus, als wenn ich den Ball mitgenommen habe, aber ich habe tatsächlich nur auf Foul gespielt, auf Vorteil im Prinzip. Ja, klasse Pass. Komm schon! Ah. Ich verschätze mich so hart mit den Grätschen. Oh, oh. Ja gut, Gelb. Aber Glück gehabt. 24 Meter. Ja, das war okay. Okay, ja, das gefällt mir. Ah, da konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich unten oder oben passe. Oh, jetzt hör mir bloß auf, ey. Ich dachte schon, das wäre jetzt auch wieder ein Foul. Das wäre ein Elfmeter gewesen. Das wäre nicht so cool. Ah, nochmal. Ey, da hat man schon eine Chance auf den zweiten Pass und selbst der zweite Pass geht nicht richtig durch. Dahin, wo man ihn gerne hin hätte. Noah, wie er da auch durch war. Ja, den hat er tatsächlich gut gehalten. So, und erstmal weg mit dem Ding. Bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Komme ich da noch ran? Ey, das habe ich nicht gerafft. Ich habe sofort auf Passen gedrückt und mein Spieler, man hat es kurz gesehen, hat den Ball erst angenommen. Er hat ihn erst angenommen und sich dann umgedreht, anstatt gleich zurückzupassen. Auch so eine Sequenz, wo ich mir so denke, eigentlich hätte er ihn gar nicht annehmen dürfen. Wo bleibt die echte Torgefahr? Wo bleiben die Chancen? Trotz der so. Wow. Also mich versucht tatsächlich, wow. Da hat er ihn auch wieder ein bisschen ungünstig angenommen, sag ich mal so. Er hat mich eben versucht, durch einen Foul zu stoppen. Das war eine schöne Grätsche. Wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, kann man tatsächlich ganz gut den Gegner umgrätschen. Also nicht umgrätschen, sondern um ihn herum grätschen. Boah, das gibt's nicht, ey. Wie mein Spieler auch schon wieder richtig blöd läuft. Man sieht richtig, wenn man mal so drauf achtet und der Ball ist noch in der Luft. Hier, in dieser Situation sollte mein Spieler ganz anders laufen. Und er ist automatisch zum Gegner hingelaufen. Also das sollte er so nicht machen. So, Ecke.
jetzt auf gar keinen Fall mehr vorher. Okay. Vorher ein Gegentor kassieren. Wäre jetzt nicht so cool. Dadurch, dass mein Pfeil rot ist, sieht das immer so aus, als wenn er schon gelb-rot gekriegt hat, der Spieler. Aber gut. Wieder eine 1-0-Führung, das kennt man aus dem Champions-League-Spiel. Also aus dem orakelten Champions-League-Spiel. Ich weiß natürlich noch nicht, wie die Mannschaften unter der Woche in der Champions League gespielt haben. Wir befinden uns von der Zeitlinie her eine Woche vorher sozusagen. Heute Abend spielt... Warte mal, wann spielen sie? In einer knappen halben Stunde spielt Dortmund gegen Schalke. Dort befinden wir uns zeittechnisch. In real life. So. Hier, da der schöne Pass hin. Und das war sauber. Dass das so sauber wird, hätte ich jetzt nicht vermutet. Ich habe gedacht, mein Spieler hier würde das Ding in die Sterne schießen. Aber gut. Dann ist das schon mal ein sicheres 2-0 erstmal. Also es ist auch so ein Ergebnis. Ja, kann ich mir vorstellen, aber irgendwie glaube ich, das wird so ein... Ich habe keine Ahnung, ich habe irgendwie so ein Gefühl, das wird ein Schlagabtausch. Ich habe so ein Gefühl, als wenn da mehr Tore fallen. Als wenn beide Mannschaften tatsächlich Tore schießen. Kann ich mich auch irren, aber... Ja, im Großen und Ganzen ist meine Einschätzung einfach nur, Leipzig wird mehr Tore schießen. Wie viel mehr, weiß ich nicht. Eins mehr, zwei mehr, keine Ahnung. Aber so würde ich es Stand jetzt einschätzen. Leipzig hat auch gerade wieder gewonnen. Gegen Hertha, glaube ich, ne? Und Hertha hat, glaube ich, sogar geführt oder so. Irgendwie. Wow. Dass sie sich denn den Ball da so wegdrängeln lassen, das finde ich mir ein bisschen doof. Im Tor gesehen. Super Reflex. Ist die denn auch, weiß, der Ball ist dann gerade weggedrängelt und mein Spieler bleibt einfach stehen. Der Gegner ist noch gar nicht richtig an dem Ball. Der Ball befindet sich einfach bloß aktuell nicht mehr an seinen Füßen, an meinen Füßen sozusagen, sondern liegt 2 Meter vor uns. Und anstatt, dass wir auch mit hinter dem Ball herlaufen, läuft nur noch der Gegner. Oh. Ah. Ja. Boah. Da sollte der Ball tatsächlich auch gar nicht so zu diesem Spieler gehen. War natürlich von Vorteil für uns. Aber zu dem Spieler, zu dem der Ball gehen sollte, der ist tatsächlich stehen geblieben. Oh, so habe ich zum Beispiel beim 2-0 habe ich gedacht, haut er ihn auch so rüber. Aber, tja. Gut, 70. Minute. 3-0 wäre jetzt natürlich ein bisschen besser. Ach, das finde ich übrigens, ist ein geiles Stürmerduo, was Gladbach da hat mit Plea und Embolo. Tatsächlich wurde Plea jetzt hier eben ausgewechselt, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Und getauscht gegen Embolo. Aber wenn die beide da vorne drin sind, dann denke ich mir auch, ey, die, so als Verteidiger würde ich die beiden nicht gegen mich haben wollen. Den Ball hat er. So. Ich finde es ja tatsächlich, das hatte ich damals schon bei FIFA 2004 und so, ich finde es cool, wenn ein Spieler von mir eine gelbe hatte. Irgendwann bin ich dann so auf diesen Trichter gekommen, okay, ich muss... Schönes Ding. Wo kommt das denn her, ey, 3-0? Aber gar nicht so unrealistisch, wie gesagt. Das habe ich von einem Kumpel gehabt, so der hat dann meistens die Spieler mit der gelben Karte auch, glaube ich, immer wieder auf... Ich weiß gar nicht mehr, vielleicht kam ich auch selber auf diesen Trichter beim Fußballmanager oder so. Weil man dann immer schnell gelb-rot gesehen hat, dass man die gelb vorbelasteten Spieler auswechselt. Aber ganz früher war es so, da habe ich das mega gefeiert, wenn ein Spieler von mir gelb hatte. Und dann so dieser, ich weiß nicht, ob es dieser Adrenalinkick ist oder so, dass du mit dem dann trotzdem noch richtig geile Grätschen machst. Obwohl, wenn du einmal falsch grätscht, so, dann ist es gelb-rot, dann ist er runter. Aber gerade dann bist du auf einmal richtig konzentriert mit diesem Spieler und... spielt's richtig geil. Dieses Erlebnis hatte ich auch in irgendeinem Dortmund-Spiel, Orakel. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Spiel das war. Aber da hatte ich mit Bellingham oder so heißt der auch schon gelb und der hat nachher richtig gut verteidigt. Ich glaube, das war ein Champions League-Spiel, aber so genau. Ich find's immer so geil, das fällt mir schon die ganze Zeit hier in diesem Spiel auf bei Gulasi.
Gulasi. Gulashi. Sorry, ich kenne diesen Torwart natürlich vom Sehen, aber wie er jetzt ausgesprochen wird, habe ich jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Aber der echt ist schon die ganze Zeit immer wieder diesen Bällen hinterher, das ist schon echt lustig. So. Ja, 3-0. Ich denke, das Ding ist durch. Und er hält wirklich alles, ne? Er will diese Null hier wirklich festhalten. Richtig stark. So. Und jetzt ist dieses Game dann, denke ich mal, auch so langsam, wie er da wieder hinhechtet. Mega cool. Das Spiel ist vorbei und ich werde jetzt hier an dieser Stelle auch die Aufnahmesession tatsächlich beenden, denn ich werde mir jetzt gleich Dortmund gegen Schalke reinziehen. Mal gucken, wie es wird. Ich bin fürs Erste wieder raus. Wenn ihr Gedanken oder Hinweise habt oder sowas, immer gerne in die Kommentare, auch wenn wir bestimmte Spiele orakeln sollen oder so. Haut's einfach rein. Ich bin fürs Erste wieder raus. Hoffe, ihr seid beim nächsten Spiel auch wieder mit dabei und bis dahin sag ich einfach mal ciao.